So nach den ersten Partien hatte man das Gefühl, Alter, der ist viel zu stark für die Liga. Der Mensch hat 14 Mal mit Zinedine Zidane im Juventus-Mittelfeld gespielt. Ich glaube, das sagt relativ viel über seine Qualitäten aus. Das ist ja eine abartige Torquote, egal wo der gespielt hat. Einer der, sag ich einmal, 5 besten Fußballer, die in diesem Jahrtausend in der österreichischen Bundesliga gespielt haben. Laula inspaniert heute eine Transfer-Top-Elf der Austria im 21. Jahrhundert. Und da hatten wir gleich zu Beginn zwei unterschiedliche Meinungen. Denn ich hätte ja eigentlich Szabolcs Szafer gepickt. Schlussendlich ist es aber Joey Didulica geworden. Warum, Harald? Es hat, glaube ich, im 21. Jahrhundert kaum einen Tormann in der österreichischen Bundesliga gegeben, der dermaßen polarisiert hat wie Joey Didulica. Unter den Austria-Fans wird er nach wie vor als absolute Kultfigur gefeiert. Unter den gegnerischen Fans hat es ganz gegenteilig ausgesehen. Aber vor allem in Wien-Hütteldorf. Das ist da nicht unbedingt, ist eher eine Persona non grata, höchstwahrscheinlich. Das kann man so sagen, ja. Natürlich, Joey Didulica, in erster Linie erinnert sich in Österreich jeder an ihn, wegen dieses üblen Fouls an Axel Lavare, dass er dann ein sehr, sehr langes und auch gerichtliches Nachspiel hatte. Aber wenn man das einmal ausklammert, muss man sagen, dass er ein wirklich hervorragender Tormann war, der halt immer ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn gewandelt ist. Meister geworden, Pokalsieger geworden mit der Austria, zudem Torhüter der Bundesliga-Saison 2005-2006. Also der hat schon auch was können, so ist es ja nicht. Kam 2003 aus der Eredivisie von Ajax Amsterdam, da hat er in den Jahren davor eher wenig gespielt. Zu Beginn bei der Austria aber auch eher nur Nummer 2. Da hat er ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht. Genau, und hat sich dann aber durchgesetzt und war dann unumstrittene Nummer 1 ab diesem Zeitpunkt. 103 Spieler hat er schlussendlich für die Veilchen gemacht. Vor Didulica schicken wir eine 3-4-3-Formation aufs Feld und beginnen mit Fernando Trajanski, ein wahrer Lieblingsspieler von Frank Stronach. Da gibt es eine bizarre Anekdote. Genau, ich glaube ja persönlich nach wie vor, er war einfach der Lieblingsspieler von Frank Stronach, weil er mit seinen langen, wehenden Haaren einfach am meisten aufgefallen ist und deswegen Frank Stronach ihn immer sofort erkannt hat. Jedenfalls hat es da mal ein Spiel gegeben, in der Südstadt war das, glaube ich, wo Fernando Trajanski ausgewechselt worden ist und Frank Stronach danach dann runter zur Trainerbank gegangen ist und gefordert hat, man möge ihn doch wieder einwechseln. Er hat an dem Tag, glaube ich, etwas über Fußballregeln gelernt. Ja, höchstwahrscheinlich. Vielleicht ja auch damals noch Trajanski bei der Admira. Der war ja ausgeliehen in die Südstadt. Vielleicht hat er gedacht, na, wenn er jetzt für die Admira in dieser Halbzeit nicht mehr spielt, dann kann er vielleicht für die Austria einspringen. Ist ja auch möglich. Ich finde aber auch, wenn ich an Fernando Trajanski zurückdenke, dann bleiben vor allem auch die Wiener Derbys in Erinnerung als Schatten von Steffen Hoffmann. Der hat da, glaube ich, damals auch von Georg Zellhofer den Auftrag bekommen, wirklich Steffen Hoffmann wirklich einfach nur zu folgen. Das war die Aufgabe, die Challenge von Fernando Trajanski in einem Wiener Derby. Ja, ich glaube, die haben sich nach den Derbys erst an der Wohnungstür von Steffen Hofmann dann getrennt, die beiden wieder. Neben dem Argentinier sichert Jacek Bonk ab von 2007 bis 2010 am Verteilerkreis. Einer, der die Austria-Defensive jahrelang eigentlich dirigierte und andere Spieler forderte bzw. förderte. Genau, ich meine, der ist gekommen mit 96 Länderspielen für Polen in den Beinen, also viel mehr Routine geht kaum mehr. Und als Nebenmänner haben sich einige junge, hoffnungsvolle Talente wirklich extrem weiterentwickelt. Also allen voran zuerst Frankie Schiemer und dann Alex Dragovic haben neben Jacek Bonk Riesenschritte gemacht. Und ja, war ein bisschen schon am Ende seiner Karriere. Also Jacek Bonk hat ja für Lyon und Lens gespielt in Frankreich. Auch Champions League, auch Königsklasse, ja. Genau, hat mit etlichen ausgezeichneten Fußballern zusammengespielt, von Ludovic Juli über Juninho? War das Juninho-Zeit? Ja, genau, Vicar Storaso, falls du dich an den noch erinnerst. War wirklich ein klasse Verteidiger. Mir hat einmal der damalige Teammanager der Austria erzählt, dass als Jacek Bonk relativ neu beim Verein war, hat der vor einem Freundschaftsspiel vergessen, seine Uhr runterzugeben und hat sie dann unmittelbar vom Anpfiff ihm schnell in die Hand gedrückt und gesagt, du bitte pass mal kurz auf die Uhr auf. Und hat gemeint, das war ein Rolex, so viel hat er in seiner gesamten Austria-Zeit nicht verdient, wie diese Uhr wert war. Ja, möglicherweise auch ein bisschen Kohle reingekommen in der Station vor der Austria, da hat er nämlich in Katar gespielt bei Al Rayyan, auch damals schon die
der katarische Fußball Thema auch bei europäischen Spielern. Einen Platz haben wir in der Dreier-Abwehrkette noch zu vergeben und diese bekommt Rabiu Afolabi. Kam 2003 und bereits nach den ersten Partien hatte man das Gefühl, Alter, der ist viel zu stark für die Liga. Also war zumindest, ja, das war also für mich ein anderes Level. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich vor allem erinnern an die Champions League Quali damals, die Austria gespielt hat gegen Olympique Marseille, als Afolabi gegen Didier Drogba gespielt hat und Afolabi Didier Drogba einfach einmal ganz lässig abgelaufen ist bei einem 30-Meter-Sprint und spätestens dann war, glaube ich, irgendwie ein Win-Favoriten allen klar, ja, dass der ein bisschen Höheres bestimmt ist als die österreichische Bundesliga. So die ganz große Karriere hat er halt dann doch nicht hingelegt. Also ist dann, der letzte Step hat mir gefehlt. Ja, ist also dann, der ist dann weitergewechselt, 2 Jahre später für 2 Millionen nach Sochaux, aber er kam ja dann wieder zurück zu Red Bull Salzburg, als die Red Bull-Ära schlussendlich begann. Mhm. Aber ich dachte mir auch eher, dass der einer ist für die Premier League, ja, rein aufgrund seiner Physis einfach auch. Naja, genau, hätte ich auch so gesehen. Er war dann noch kurz bei Monaco, aber also dem hätte ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall eine größere Karriere hingelegt, als, ich meine, die war schon okay, die Karriere, also es soll einem Schlimmeres passieren, aber ja, sehe ich genauso wie du. Ja, Potenzial war einfach für mehr da, so hätte ich nämlich auch gesehen. Weiter geht's im Mittelfeld und den Beginn macht ein Transfer aus dem Jahr 2009, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat, denn da waren schon einige Vereine auch interessiert. Schlussendlich hat sich Zlatko Junusovic aber für die Wiener Austria entschieden. War ein großer Transfer damals. War ein großer Transfer. Junusovic, jüngster beim GRK, bei Austria Kärnten dann weiter gereift und hat damals aus seiner Sicht mit dem Schritt zur Austria, finde ich, alles richtig gemacht. Also ist bei der Austria dann zu einem der besten Mittelfeldspieler der österreichischen Bundesliga oder Österreichs, je nachdem wie man sehen will, aufgestiegen und hat es dann über die Austria zu Werder Bremen in die deutsche Bundesliga geschafft und ist bei Werder schon auch Fanliebling, hat er zwischendurch auch die Kapitänsbinde getragen und ja. Ja, für viele legendäre Momente auch bei Werder Bremen gesorgt. Seine Freistöße gefürchtet damals, nicht nur bei der Austria, sondern auch in der deutschen Bundesliga. Und ein bisschen Kohle hat er dann auch nochmal gebracht, der Austria. Sind zwar unterm Strich, wenn man so im Nachhinein blickt, sind sie nur 800.000 Euro, die man da von Werder Bremen bekommen hat. Aber trotzdem, das war schon auch ein richtig guter Move. Und der ist für mich eben auch, der war das personifizierte Austria-Gesicht dieser damaligen Ära, eben dieser jungen Ära rund um Julian Baumgartlinger, Michi Lindl und Co. Genau, ja. Es war die Daxbacher Ära damals, wo die Austria schon sehr attraktiven Fußball gespielt hat und wie du sagst, Junusovic hat dieses Spiel perfekt verkörpert. 112 Spiele, 25 Tore für die Austria gemacht. Die Rückkehr nach Österreich, das haben die Austria-Fans dann weniger gern gesehen, denn da hat er sich eben schlussendlich nicht für die Austria entschieden, sondern für Red Bull Salzburg. Und da hat er dann endlich eben auch mal ein paar Titel geholt. Also ich habe das schon verstanden, dass er, wenn er nach Österreich zurückgeht, eben auch zu einer Station, wo er noch ein bisschen was auch gewinnen kann und möglicherweise Champions League spielen kann. Ja, ich glaube auch so richtig böse hat ihm da, zumindest in der Retrospektive, kann ihm da keiner sein von den Austria-Fans. Sehe ich auch so. Neben Junusovic steht bei uns Jocelyn Blanchard, kam ablösefrei von Lens und entwickelte sich von 2003 bis 2009 zum, ja, so eine Art Metronom der Veilchen damals im Mittelfeld. Der Mensch hat 14 Mal mit Zinedine Zidane im Juventus-Mittelfeld gespielt. Ich glaube, das sagt relativ viel über seine Qualitäten aus. War damals Peter Svetic mit sehr voller Brieftasche in Europa unterwegs. Es hat ja damals, war es, ich glaube, zwischen Blanchard und ich glaube, es war Santiago Solari von Real Madrid, um den es da gegangen ist. Sie haben Blanchard geholt und ja, Blanchard war, wie du sagst, der Herz und Hirn der Austria im zentralen Mittelfeld für viele Jahre und hat mit seiner Qualität und vor allem auch mit seiner extrem professionellen Einstellung vielen jungen Austrianern geholfen, sich weiterzuentwickeln. Unglaublich eigentlich, dass der eine Saison bei Austria Kärnten dann noch angehängt hat. Stimmt, ja. Auch das irgendwie ein kurioses Ende. War, glaube ich, der hat sich dann ein Kreuzbandriss zugezogen im Spiel gegen die Austria. Also Austria Wien.
Ja. Austria Kärnten gegen Austria Wien und das war dann, glaube ich, auch sein letztes Profispiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil da hat er sich irgendeine gröbere Verletzung zugezogen und dann war es schlussendlich auch vorbei mit der Karriere. Im Gegensatz zu Blanchard musste die Austria für unseren nächsten Spiel ein bisschen was auf dem Tisch legen, nämlich 200.000 Euro bekam 1860 München im Jahr 2009 für Julian Baumgartlinger. Das war aber sehr gut angelegtes Geld. Definitiv. Also Julian Baumgartlinger hat zu diesem Zeitpunkt bei 1860 schon ein bisschen reingeschnuppert bei den Profis, war aber mehr oder weniger eigentlich ein No-Name, als er gekommen ist zur Austria und hat sich dann sehr, sehr rasch zum Stammspieler im Mittelfeld entwickelt. Also der beste Freund von Manuel Ortlechner zu dieser Zeit bei der Wiener Austria. Sehr, sehr intelligenter Fußballer, sehr, sehr reflektierter Fußballer, der genau gewusst hat, was es braucht, um auf höchster Ebene reüssieren zu können. Ja, was war das eigentlich für ein geiler Transfersommer 2009 bei der Austria? Die haben neben Julian Baumgartlinger, Slatko Junusovic, Manuel Ortlechner, Florian Klein, Michi Lindl und Thomas Jung geholt und als Kirsche obendrauf sogar noch Schumacher. Also der hat eben nicht vor so funktioniert. Schumacher. Ja, aber alle anderen haben ja dann wirklich auch eine geile Karriere hingelegt. Ja, definitiv. Und so viel können wir ja schon spoilern. Thomas Jung hat es nicht reingeschafft in diese Elf, aber war auf jeden Fall auch ein ganz, ganz heißer Kandidat. Einer darf im Mittelfeld nicht fehlen in dieser Transfer-Top-Elf, nämlich Milenko Asimovic. Kaum ein anderer Spieler hat das Spiel der Austria in diesem Jahrtausend so geprägt wie der Slowene. Wahrscheinlich einer der, sage ich einmal, fünf besten Fußballer, die in diesem Jahrtausend in der österreichischen Bundesliga gespielt haben. Wer sind die anderen? Erling Haaland, Jonathan Soriano. Da machen wir mal eine extra Ranking-Sendung. Ja. Erstens einmal unglaublicher Fußballer. Es wird in diesen Tagen oft von Unterschiedsspielern gesprochen. Milenko Zimovic war definitiv einer. Also wenn der Bock gehabt hat, hat der Spieler im Alleingang entscheiden können. Und ich erinnere mich da vor allem an ein Cup-Finale in Mattersburg gegen die Admira. Das zum Beispiel, da hat er da aus der und Karl Daxbacher den Cup-Titel eigentlich im Alleingang geholt in diesem Finale. Sensationeller Assistgeber. Es hat, wenn man es auf Spielminuten hochrechnet, also Assists pro Spielminuten, ist in der Bundesliga-Geschichte eigentlich nur Steffen Hofmann erfolgreicher als Milenko Zimovic mit relevanten Assistzahlen. Ja, und Corner hat er auch schießen können, wenn er Lust drauf gehabt hat. Ja, aber das wirkt jetzt so, als wäre er so eine Diva, die alle fünf Wochen Lust gehabt hätte. Naja, der hatte schon viel Lust gehabt. Er hat schon viel Lust gehabt, aber man hat schon auch gemerkt, wenn Milja Zimovic gerade nicht so wirklich Lust gehabt hat, weil dann ja, war er halt auch da. Zum Glück für die Austria hat er meistens ein bisschen mehr Lust gehabt. Und ja, ich habe es eh schon angedeutet, unvergessen in der Saison 2008-9, als er damals gegen den LASK einen Corner direkt versenkt hat. Das Problem für die Austria war damals, er hat sich in den Kopf gesetzt, man muss sowas wiederholen, weil sonst glaubt jeder, es war Zufall. Er hat sehr, sehr oft erfolglos probiert in weiterer Folge. Mich erinnert ja Milenko Asimovic so ein bisschen so rein vom Spielstil her und wie er sich gegeben hat auf dem Platz an Dejan Savicevic. Das war so ein bisschen das violette Pendant zu Dejan Savicevic, auch schon ein großer Name. Savicevic sicherlich noch größer vom Namen her als Milenko Asimovic, aber das rein vom Spielertyp her, von der Kreativität, von dieser Genialität, war das schon auf einem Level, hätte ich gesagt. Und der stand, das wissen glaube ich wenige, 2013 vor einer Rückkehr nach Österreich. Da hat es einmal ein Gerücht gegeben, beziehungsweise er war sogar Trainingsgast bei Austria Klagenfurt, die haben damals noch unterklassig gespielt. Und da hat es geheißen, dass er vielleicht sogar nochmal in das Kärntner Unterhaus wechselt. Daraus wurde schlussendlich aber nichts, hat trotzdem noch Einfluss in Wien. Am Verteilerkreis hat er zum Beispiel auch Martin Petscher nach Wien zur Austria so ein bisschen auch vermittelt. Wir switchen vom Mittelfeld in das Offensivtrio und starten mit Nasser Barasit. Der hat das Kunststück geschafft. Der hat es bei uns in die Flop-Elf geschafft mit seiner zweiten Ära. Aber die erste Ära, die war wirklich auch, wenn wir schon von Genialität von Asimovic gesprochen haben, das war auch richtig genial von Nasser Barasit das Jahr 2011. Nasser Barasit hat die Ehre genossen, unter den zwei großen Trainer-Sirs des europäischen Fußballs spielen zu dürfen. Ja. Dreimal unter Arsène Wenger und dann wesentlich öfter unter Karl Daxbacher.
Das hat funktioniert. Dieses eine Jahr, also der ist ja wirklich als No-Name gekommen, klar, der wechselt von Arsenal, da ist jeder mal hellhörig geworden, dann schaust du, wie oft hat er gespielt. Hast du gedacht, okay, wird vielleicht doch jetzt nicht der ganz große Kicker sein, aber er hat was anderes gezeigt, nämlich ganz viele Tore. 23 Mal hat er getroffen in diesen 50 Spielen in seiner ersten Ära. Ja, unglaublich eingeschlagen, treffsicher, Assists gemacht, dynamisch, sofort Publikumsliebling bei der Austria geworden. Ich glaube, diesen Parasite-Fangesang hat jeder noch im Ohr. Und die Austria. Nein, ich nicht. Willst du ihn vielleicht? Nein, schon, danke. ja, und die Austria hat ihn nach einem Jahr vergoldet. Ja, 400.000 Euro hat man ihn geholt. Und um 4,5 Millionen Euro hat man ihn nach Monaco verkauft, in die damalige Ligue 1. Da war eben dieser neue Investor, der da ganz viel Kohle reingepumpt hat. Dimitri Rybolovlev. Hat er dann aber nicht wirklich so gezündet in Monaco. Ich glaube, da war er vielleicht doch etwas vom Leben. Ja, das Essen war, glaube ich, ganz gut. Ja, aber auch, glaube ich, sonst hat das richtig krachen lassen in Monaco, könnte ich mir vorstellen. Legendärer Auftritt auf jeden Fall, das sei schon auch noch erwähnt. Nasser Barazid damals in der Europa League Quali gegen Olympia Ljubljana. Rückspiel, 0-2 legt man zurück, Hinspiel ist 1-1 ausgegangen und dann schießt er einfach mal 3 Tore und schießt die Austria damit in die Gruppenphase der Europa League. Das waren so die Nasser Barazid-Abende, die allen in Erinnerung geblieben sind. Wahnsinn. Neben Barazid darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich Sigurd Rushfeldt. Kam von Racing Santander für 1,8 Millionen. Und verdammt, wie stark war der Dude. Das ist ja eine abartige Torquote, egal wo der gespielt hat. Nicht nur bei der Austria, sondern auch bei Rosenborg Trondheim und dann auch später. Bei Tromsø, glaube ich. Ne, Torjäger par excellence, hat halt... Was immer ein bisschen gefehlt hat, war so der Star-Appeal, also mit dieser Halbglatze und auch sonst vom Typ her war er jetzt keiner, der irgendwie die... Der Versicherungsvertreter-Typ aus der 90er genau, Jahre ja. Irgendwie so gewirkt. ja, aber wie du sagst, der hat halt überall unfassbar genetzt. Ich habe es gerade vor mir in der norwegischen Elite-Serien in 300 Spielen 172 Tore, in der Bundesliga in 137 Spielen 69 Tore. Ja, nur in der Liga hat es nicht ganz so geklappt, da hat er mit 5 Toren in 43 Partien nicht so ganz geglänzt, aber bei der Austria über Jahre hinweg unumstritten im Sturm, egal was sie da für Konkurrenten ihm zur Seite gestellt haben, er hat immer seinen Platz gehabt. Ja, bei den Fans hochbeliebt, man hört immer noch, wenn diese Siegrufe durch die Generali-Arena kommen, wird immer noch Urd Rushfeldt angehängt. Ja, großartiger Stürmer. Und was viele vergessen, der hat 1994 bei der WM gespielt für Norwegen gegen Italien. Ja, ich meine, du musst dir einfach die Zeit auch bei Rosenborg Trondheim anschauen. Und für viele, die denken sich jetzt, ja, okay, Rosenborg Trondheim, da schieße ich meine 30 Titel. Aber Rosenborg Trondheim war eben da gerade Mitte der 90er, Ende der 90er eine große Nummer, auch im europäischen Fußball. John Carew und wer war da noch? Der war immer dieser Tore André Flo, John genau. Carew, das waren wirklich legendäre Kicker zu jener Zeit. Und da war eben Sigurd Rushfeldt mittendrin statt nur dabei. Der ist zweimal Torschützenkönig geworden in Norwegen. Wie viele Toren? Ja, einmal mit 25, einmal mit 27. Und du hast es schon gesagt, 172 Tore. Der ist Rekordtorschütze der norwegischen ersten Liga. Was ich ganz witzig finde, auf Platz 5 Thorsten Helstad, einer, der es gar nicht geschafft hat in diese Austria-Transfer-Top 11 mit 116 Toren. Also da war schon richtig viel norwegische Fußball-Power auch am Verteilerkreis und kann mich gut zurückerinnern an diese Zeit. Sigurd Rushfeldt, den hat jeder gefürchtet. Der ist aktuell ja im Trainerstab des norwegischen Nationalteams. Glaubst du, kann er Erling Haaland noch ein paar Tipps geben? Ich glaube, ein Sigurd Rushfeldt kann auch einem Erling Haaland Tipps geben. Und ich glaube auch, dass ein Erling Haaland ein Typ ist, der Tipps von Sigurd Rushfeldt annimmt und nicht so überheblich ist, um das sofort von der Weg abzublocken. Sigurd Rushfeldt hat übrigens bei seinem einzigen WM-Spiel, 94 gegen Italien, mit... wie heißt der? Alf Inge Haaland gemeinsam gespielt. Ja, das ist ja der familiärische, die Verlinkung hat es also auch schon gegeben. So, eine letzte Position haben wir noch offen und die bekommt Philipp Hosiner. Der Mann, der die Austria zum bislang letzten Meistertitel geschossen hat. Soll ich das bislang wegstreichen? Das wird einfach der letzte Meistertitel sein. Ich
weiß nicht, wie die Bundesliga-Geschichte weitergeht. Vielleicht spielen alle dann irgendwann einmal Superliga und es gibt die Bundesliga nicht mehr. Ja, möglicherweise. Aber das hat schon gepasst. Also Hosin und die Veilchen, das war im Grunde a perfect match. Naja, Hosin war das fehlende Puzzleteil damals im Sommer 2011 und das dann, er hat die Austria zum Meistertitel geschossen. Also Hoho Hosiner in dieser ersten Saison bei der Austria war unglaublich. Obwohl er erst in der siebten Runde dann wirklich auch dazugestoßen ist zur Austria. Der hat die ersten sechs Runden noch für die Admira gespielt, war ein Deadline-Transfer, den man dann noch geholt hat. Das war noch in dieser Woche des Deadline Days, hat es eigentlich geheißen, okay, das wird nichts, die finden keinen gemeinsamen Nenner. Und dann hat man wirklich da kurz vor Schluss dann noch eine Einigung erzielt und schlussendlich Philipp Hosiner transferiert. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ja, wie du sagst, gefühlt sind die achtmal final abgebrochen worden, die Transferverhandlungen. Aber Tommy Baritz ist hartnäckig geblieben und hat alles richtig gemacht. 2 Jahre war er dann am Verteilerkreis, 2014 der Wechsel um 1,9 Millionen Euro zu Start-Renn. Da hat es nicht ganz so gut geklappt für Hoho Hosiner, nur ein Tor in 13 Spielen, hat zumindest ein bisschen auch Erfahrungen sammeln dürfen in Trainings mit Ousmane Dembélé, der damals noch in Renn gespielt hat. Und dann war es eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle eigentlich von Philipp Hosiner in den Jahren danach. Kann man es so sagen, ja. Wechsel nach Köln zunächst gescheitert, weil da ein Tumor entdeckt worden ist, dann doch der Wechsel nach Köln, dann hat er, ich glaube, das war in Köln, diesen Lungenkollaps gehabt zwischendurch, ja, ganz, ganz wilde Sachen, aber er hat sich immer wieder zurückgekämpft und kickt ja nach wie vor. Also den darf man noch immer nicht abschreiben, mal schauen, vielleicht schlägt er mal wieder auf in der österreichischen Bundesliga oder vielleicht auch in ein paar Jahren in Liga 2. Hätten wir nichts dagegen, wenn er in die Admiral 2. Liga wechselt. Das ist auf jeden Fall unsere Austria-Transfer Top 11. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.